Hallo Lore. Hallo. Du unterrichtest doch auch Physik, oder? Ja, warum fragst du? Meine Tochter Greta schreibt bald in Physik ihr Abi und sie bereitet sich sehr fleißig auf die schriftliche Prüfung vor. Bei dem Thema mit der Kreisbewegung stößt sie auf den Begriff des Inertialsystems. Was genau ein Inertialsystem ist, hat sie noch nicht so wirklich verstanden. Ich konnte es ihr aber auch nicht wirklich erklären. Kannst du uns da weiterhelfen? Ja, einen Moment bitte. Ich holte mein Physikbuch und las daraus vor. Ein Bezugssystem, in dem frei bewegliche Körper dem Trägheitsprinzip folgen, heißt Inertialsystem. Na, dann ist doch wohl alles klar, oder? Puh, ich denke wohl eher nicht. In diesem Video erfährst du, was ein Inertialsystem ist. Als ich am Abend zu Hause das schulische Geschehen reflektierte, erinnerte ich mich an die großen Fragezeichen in den Augen meines Kollegen. Ich dachte noch einmal über den Begriff des Inertialsystems nach und wie man ihn anschaulich erklären könnte. Da fiel mir plötzlich mein letzter Besuch in dem Modellbahnland Erzgebirge ein. Das Modellbahnland ist eine große und beeindruckende Schauanlage. Auf weiträumigen Flächen wird die Landschaft des Erzgebirges dargestellt. Das ausgeklügelte Netz der Modelleisenbahn erweckt diese Landschaft zum Leben. Vor der Ausstellungshalle befindet sich eine Gaststätte, die zum Verweilen einlädt. Ein Besuch dieser Ausstellung lohnt sich auf jeden Fall. Mit dieser Idee im Kopf rief ich meinen Kollegen an und wir vereinbarten eine Videokonferenz, an der natürlich auch Greta teilnehmen musste. Wir wollten uns gemeinsam den Begriff des Inertialsystems erarbeiten. Mit Hilfe des Modellbahnlandes wollte ich geeignete Beispiele konstruieren. Die Zuganlage mit ihren stehenden und fahrenden Zügen sowie ihren Bahnsteigen und Reisenden ist ein geeignetes Modell, um den Begriff des Inertialsystems zu durchleuchten. Mal angenommen, eine Reisende steht auf dem Bahnsteig und wartet auf ihren Zug. Da keine Kräfte im physikalischen Sinne auf sie wirken, kann sie mit einem kräftefreien Körper gleichgesetzt werden. Und somit bilden Bahnsteig und Reisende ein Inertialsystem. Dieses System befindet sich im Zustand der Ruhe. Wenn die Reisende auf dem Bahnsteig hin und her laufen möchte, dann muss sie selbst Kraft aufbringen, sonst bleibt sie einfach stehen, da keine andere Kraft auf sie wirkt. Genauso verhält es sich mit den Männern, die die Waggons beladen. Sie müssen die benötigten Kräfte selbst aufbringen. Der Bahnsteig und der Waggon befinden sich im Zustand der Ruhe. Es wirken von außen keine Kräfte. Der Bahnsteig ist also ein Inertialsystem. Der am Bahnsteig stehende Reisende sieht einen Zug vorbeifahren. Aus seiner Sicht bewegt sich der Zug an ihm vorbei. Nun wollen wir den Standpunkt einmal wechseln und die gleiche Situation aus der Sicht des Lokführers betrachten. Er empfindet den Zustand der Ruhe. Aus seiner Sicht bewegen sich die Landschaft und der wartende Reisende am Bahnsteig an ihm vorbei. Wenn der Lokführer sich in seinem Führerhaus von einer Seite zur anderen bewegen möchte, dann muss er selbst Kraft aufbringen, sonst bleibt er einfach auf der Stelle stehen. Er befindet sich also in einem kräftefreien Raum. Der fahrende Zug bildet also ebenfalls ein Inertialsystem, vorausgesetzt, er fährt geradeaus und mit einer konstanten Geschwindigkeit von A nach B. Für die mitfahrenden Reisenden in den Waggons gilt das Gleiche. Sie befinden sich ebenfalls im Zustand der gleichförmigen Bewegung. Sie haben auch das Gefühl, sich im Zustand der Ruhe zu befinden. An diesen Beispielen können wir sehr gut erkennen, dass es den Zustand der absoluten Ruhe nicht gibt. Ob sich etwas im Zustand der Ruhe oder im Zustand der gleichförmigen Bewegung befindet, hängt vom Standpunkt des Beobachters ab. Somit ist der Begriff der Geschwindigkeit eine relative Größe. Man benötigt also ein Bezugssystem, um eine Aussage zur jeweiligen Geschwindigkeit machen zu können. Dieses Bezugssystem wird Inertialsystem genannt. Innerhalb eines Inertialsystems gilt das Trägheitsprinzip. Übrigens, Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich Einstein in seiner Relativitätstheorie
sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Völlig unabhängig voneinander können mehrere Inertialsysteme existieren. Sie können sich entgegengesetzt bewegen, mit gleicher oder unterschiedlicher Geschwindigkeit. Sie können sich aber auch in die gleiche Richtung bewegen, mit gleicher oder unterschiedlicher Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. Es sind alle Kombinationsmöglichkeiten denkbar. Wie verhält es sich eigentlich mit dem Modell des Inertialsystems, wenn der Zug anfährt oder bremst? Versetzen wir uns wieder in die Lage der Mitreisenden. Wenn der Zug anfährt, dann werden die Mitreisenden aus Gründen der Massenträgheit nach hinten gedrückt. Ups! Die Körper der Mitreisenden möchten gerne in dem Zustand, in dem sie sich vor der Bewegungsänderung befanden, verbleiben. Das heißt, wenn sich die Körper im Zustand der Ruhe befanden, dann möchten sie im Zustand der Ruhe verbleiben. In dem folgenden Beispiel verbleiben wir ebenfalls in der Position der Mitreisenden. Wenn der Zug bremst, dann werden die Mitreisenden wegen der Massenträgheit nach vorne gedrückt. Okay, die Körper der Mitreisenden möchten gerne in dem Zustand, in dem sie sich vor der Bewegungsänderung befanden, verbleiben. Das heißt in diesem Fall, wenn sich die Körper im Zustand der konstanten Geschwindigkeit befanden, dann möchten sie im Zustand der konstanten Geschwindigkeit verbleiben. Übrigens, dies besagt das erste newtonsche Axiom der klassischen Mechanik, welches auch das Trägheitsgesetz genannt wird. Wenn also der Zug anfährt oder bremst, dann sind die Körper der Mitreisenden nicht mehr kräftefrei und deshalb stellt der Zug in dieser Situation kein eigenständiges Inertialsystem mehr dar. Welche Situation liegt eigentlich vor, wenn der Zug um die Kurve fährt? Auch in dieser Situation möchten die Körper der Mitreisenden ihren Bewegungszustand beibehalten. Das heißt, sie möchten sich mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus weiter bewegen. Da der Zug aber um die Kurve fährt, werden die Mitreisenden an die jeweils gegenüberliegende Wand gedrückt. In diesem Fall bedeutet es, da der Zug nach links abbiegt, werden die Reisenden nach rechts gedrückt. Diese scheinbar wirkende Kraft ist keine wirkliche Kraft im physikalischen Sinne. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich würde gerne erklären, was die Fliehkraft mit dem Inertialsystem zu tun hat. Na, dann leg mal los, Greta. Reisende, die in einem Zug sitzen, der um die Kurve fährt, werden von einer Kraft nach außen gezogen. Sie spüren die Fliehkraft. Wenn man von oben in den Zug reinschauen könnte, dann könnte man beobachten, dass sich die Körper der Mitreisenden wegen ihrer Trägheit geradeaus weiter bewegen möchten. Es ist eine Kraft notwendig, die die Reisenden um die Kurve drückt, damit sie den Zug nicht verlassen. Diese notwendige Kraft bringt die Wand des Zuges auf. Sie drückt die Reisenden in das Zentrum der Kreisbewegung. Diese Kraft nennt man Zentripedalkraft. Da sich die Mitreisenden in der Kurve nicht mehr in einem eigenständigen Inertialsystem befinden, können die Kraftwirkungen nur vom äußeren Standpunkt bewertet werden, das heißt vom Standpunkt des Beobachters auf dem Bahnsteig. Deshalb ist die von den Mitreisenden gespürte Fliehkraft nur eine Scheinkraft. Richtig, Greta. Das hast du sehr gut erklärt. Nachdem Greta keine weiteren Fragen mehr hatte, ging sie wieder an ihre Prüfungsvorbereitung. Wir erzählten uns den Rest des Abends noch die lustigsten Geschichten von zurückliegenden Urlaubsreisen. In der einen Reise gingen uns zum Beispiel Gepäckstücke verloren. In einer anderen Reise wiederum Kinder. Ja, es ist auch vorgekommen, dass wir in falsche Züge einstiegen und in falsche Richtungen fuhren. Es gab aber andere Reisen, in denen wir interessante Menschen kennengelernt haben. Aber wir hatten doch nicht einmal darüber nachgedacht, ob wir uns derzeit in einem Inertialsystem befinden oder nicht. Wie schön kann doch das Leben sein?